Sie haben sich jetzt über einen Satz aufgeregt, der Ihnen ja so neu nicht sein dürfte, dass wir dem IWF eine kriminelle Politik vorwerfen. Ich will Ihnen nur sagen, vor 35 Jahren hat der Internationale Währungsfonds afrikanischen Staaten die Kredite nur unter der Auflage zugestanden, dass sie ihre Nahrungsmittelproduktion in Schnittblumenplantagen umwandeln. Die Folge war, dass die Schnittblumenpreise auf ein Drittel gesunken sind. Die Folge war Massenhunger. Das geht weiter bis jetzt. Das geht weiter bis jetzt. Von 100 unter den Auflagen von 183 griechischen Krankenhäusern sind 100 geschlossen worden. Das geht weiter mit einer Suizidsteigerung um 40%. Das geht weiter mit einer Steigerung der HIV-Infizierten um ebenfalls diese Größenordnung. Ich will Ihnen nur dazu sagen, es geht im Moment in der Auseinandersetzung mit dem IWF, und das ist kein Fanatismus, sondern das sind Zahlen, die können Sie dann unfanatisch gerne widerlegen, um 1,3 Milliarden, die der IWF möchte, dass sie einzig aus Mehrwertsteuererhöhung und Rentenkürzungen finanziert werden. Und in dem Moment, wo die griechische Regierung sagte, wir wollen den Verteidigungshaushalt kürzen, ist der IWF letzte Woche abgefahren, um da mal die Wahrheit zu sagen. Und jetzt sage ich Ihnen das, was Papst Franziskus gesagt hat und was im Übrigen auch UNO-Sonderbotschafter Jean Ziegler, Professor Jean Ziegler gesagt hat. Diese Art von Wirtschaft tötet. Es sind Zehntausende von Kindern in den armen Kontinenten dieser Politik zum Opfer gefallen. Und es gab eine Zeit, lieber Herr Oppermann, da haben Sie noch gegen die Volkszählung geworben. Da hätten Sie dieses auch mit uns gemeinsam, da bin ich ganz sicher, damals, da muss halt einiges mit einem Menschen geschehen, als kriminelle Politik bezeichnen, was sie nämlich auch ist. Und deswegen werden wir jetzt am kommenden Samstag auch demonstrieren. Das werden Sie dort auch überall sehen. Diese Wirtschaft tötet und wir müssen Europa anders machen. Also, ich empfehle Ihnen dringend, diese Spruchbänder sofort wegzunehmen. Ich erinnere an die Vereinbarung, die wir über die Ordnung im Hause haben. Plakataktion der Linkspartei und eine Rüge vom Präsidenten. Zuvor eine polemische, sehr emotionale, persönliche Erklärung von Dieter Dehm von der Linkspartei. Die Auseinandersetzung über die Spruchbänder dauert noch an. Jetzt hat die Linkspartei sie weggenommen. Dann hat jetzt die Kollegin Katrin. Nächste Rednerin ist Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Aber offenbar gibt es noch Unstimmigkeiten im Plenum. Wir werden uns heute Mittag im Ältestenrat mit dem Vorgang beschäftigen. Ich erwarte dann nur von den parlamentarischen Geschäftsführern nicht die Standarderklärung. Es handelt sich um eine spontane Initiative, die selbstverständlich der Geschäftsführung vorher nicht bekannt gewesen sei.